Wie setzt man das perfekte Spiel fort? Mit diesem Problem sahen sich die Entwickler bei Nintendo im Jahr 1998 konfrontiert. Mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time hatten sie einen Titel geschaffen, der mehr war als nur ein Meisterwerk seiner Zeit. Er prägte das Action-Adventure-Genre so sehr, dass seine Auswirkungen bis zum heutigen Tage zu spüren sind und veränderte zusammen mit Super Mario 64 die Idee dessen, was ein 3D-Videospiel sein kann. Was also tun? Der wohl einfachste Weg wäre gewesen, einfach genau dasselbe Konzept wie Ocarina of Time zu nehmen. Das Ergebnis wäre ein sehr gutes, aber auch etwas uninspiriertes Abenteuer gewesen. Das wollten die Entwickler aber nicht. Allen voran Serienguru Eiji Aonuma, der damals das erste Mal auf dem Director-Stuhl Platz nehmen durfte. Ebenso wäre es aber wenig sinnvoll gewesen, die teuer entwickelten Assets und die Engine von Ocarina of Time einfach ungenutzt liegen zu lassen. Der Novum-Faktor musste also spielerisch und bezüglich der Atmosphäre erreicht werden. Angeblich war es ein Traum eines Entwicklers, der schlussendlich den Anschluss zu dem gab, was Majora's Mask werden sollte. Er träumte davon, dass der Mond auf unsere Erde zu stürzen drohte und davon, wie schlimm die Aussicht auf den sicheren Tod für die Menschen sein müsste. Aus dieser Horrorvorstellung erwuchs die Paralleldimension Termina und mit ihr die Idee eines sich wiederholenden Zyklus. Anstatt der im Spiel vorhandenen 3 Tage, die Link immer wieder erlebt, waren zu Beginn 7 Tage geplant. Das hätte die Hardwarefähigkeiten des N64 aber weit überschritten. Schließlich brachte die Berechnung der Tagesabläufe all der verschiedenen NPCs schon bei nur 72 virtuellen Stunden die Konsole zum Glühen. Ein mehrtägiger Zyklus, eine Welt am Rande des Abgrunds. Mit diesen Ideen begann die Entwicklung von Majora's Mask. Zelda-Erfinder Shigeru Miyamoto mochte das Konzept, sah den ungewohnten Weg aber auch als Risiko an. So sprach er eine Bedingung aus, um sicherzustellen, dass das damals noch namenlose Spiel nicht zum finanziellen Desaster würde. Es sollte innerhalb von nur einem Jahr entstehen. Ein hehres Ziel. Doch der Rückgriff auf vorhandene Ressourcen und ein extrem gut eingespieltes und kompetentes Team sorgten dafür, dass diese Frist tatsächlich nur geringfügig überschritten wurde. Das während der Entwicklungszeit als Zelda Gaiden und Zelda Mask of Mutula bezeichnete Abenteuer erschien im Jahr 2000 und war dankenswerterweise trotzdem alles andere als ein Schnellschuss. Hier seht ihr einige Bilder aus der Entwicklungsphase des Abenteuers. Bis heute gilt es als eines der ungewöhnlichsten und auch besten Zelda-Abenteuer überhaupt, gerade weil es so viel anders macht als Ocarina of Time. Damit hatte Nintendo die Frage, wie man die Fortsetzung zum besten Spiel aller Zeiten macht, mehr als nur kompetent beantwortet. Doch hält sich das Abenteuer auch heute noch? Wir haben das N64 herausgekramt und entstaubt, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Bewusst lassen wir an dieser Stelle das Remake für den 3DS außen vor, das zahlreiche Aspekte des Spiels verbesserte. Es kam schließlich satte 15 Jahre später und auf deutlich stärkerer Hardware in den Handel. Die Geschichte hat auf jeden Fall nichts von ihrem Reiz verloren. Auf der Suche nach seiner verlorenen Feenfreundin Navi wird Link nach den Ereignissen von Ocarina of Time in einem düsteren Wald vom mysteriösen Horror-Kid überfallen und seines Pferdes Epona und der Ocarina der Zeit beraubt. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd und einem Sturz durch einen offenbar zwischen Raum und Zeit schwebenden Tunnel findet er sich in der Parallelwelt Termina wieder, der das erwähnte Schicksal droht. Das Ende jeden Lebens durch den Aufbau des Mondes, der mit diabolischem Gesicht am Himmel steht nach Ablauf von 3 Tagen. Zusätzlich wurde er vom Horror-Kid in eine Deko-Gestalt verwandelt. Nach einem kurzen Intermezzo erhält Link seine Ocarina wieder und nutzt sie, um in der Zeit zurückzureisen und die 3 Tage wieder und wieder zu erleben. Nachdem er vom mysteriösen Maskenhändler von seinem Deko-Fluch befreit wurde, gilt es, einen Weg zu finden, dem Horror-Kid ein für allemal das Handwerk zu legen. Ihm und der teuflischen Kreatur namens Majora's Maske, die auf seinem Gesicht weilt. Nie wieder war Zelda so düster wie in Majora's Mask. Dabei sprechen wir nicht nur von der bedrückenden Grundprämisse, sondern auch davon, wie erschreckend realistisch die Bewohner Terminas mit diesem Schicksal umgehen. Manche geben auf, andere versuchen verzweifelt gegen das unabwendbare Übel anzukämpfen, wieder andere ignorieren es vollkommen und tun so, als wäre alles wie immer. Doch auch abseits dieser großen Story erzählt Majora's Mask Geschichten voller Traurigkeit. Wir denken an den Zora-Krieger Mikau, den wir nach einem aussichtslosen Kampf sterben sehen und dessen Grab wir eigenhändig ausheben müssen. An das Mädchen Pamela, dessen Vater ihr in Untotengestalt nach dem Leben trachtet, wobei wir dem lieben Papa glücklicherweise helfen können. Und natürlich an die verhinderte Liebe zwischen den Pärchen Anjo und Kafei im Angesichts des sicheren Todes. Wirklich harter Tobak. Gemischt wird diese in der Zelda-Historie einmalige Melancholie voller Schicksale, die nicht immer ein glückliches Ende finden, mit dem typischen bizarren Humor und den durchgeknallten Figuren, wie man sie spätestens seit Link's Awakening kennt. So hat der leicht gruselige Strumpfhosenträger Tingle in Majora's Mask seinen ersten Auftritt. Er ist neben in Toiletten lebenden Kreaturen, die nach Papier verlangen,
verrückten Tänzern, die den Mond anbeten, Riesenschildkröten, die übers Meer tuckern, den altbekannten großen Feen und noch viel, viel mehr abgefahrenen Momenten und NPCs bei weitem nicht das Seltsamste in Majora's Mask. Und das will etwas heißen. Die Majora-Mischung ist absolut einmalig und der bekannte Charme der Reihe kommt trotz all dem, was der Titel anders macht, nie zu kurz. Besonders spannend, einen Großteil der Figuren kennt man in anderen Rollen bereits aus Ocarina of Time. Erklärt wird dieser Umstand durch die Paralleldimension. Der wahre Grund dahinter findet sich in Entwicklungsressourcen, die dadurch gespart werden konnten. In der Praxis sorgt dieser Mischmasch aus alten und neuen Elementen dafür, dass Majora's Mask sich noch geheimnisvoller und interessanter anfühlt, als es ohnehin schon ist. Auch spielerisch ging Majora's Mask damals in vielerlei Hinsicht ungewohnte Wege. Klar, die Übernahme von Ocarina of Time Assets kam nicht von ungefähr. Somit erwarteten uns wieder Oberwelt, komplexe Dungeons, diverse alteingesessene Items, kleine Schlüssel, große Schlüssel und viele, viele andere Aspekte, die man so schon kannte. Allerdings ist die Qualität dieser bewährten Elemente extrem hoch. Die leider nur 4 Hauptdungeons des Spiels gehören mit zu den komplexesten und besten, welche die Zelda-Serie je gesehen hat. Wer könnte etwa jemals den Moment nach etwa der Hälfte des finalen Dungeons namens Felsenturm-Tempel vergessen, als wir selbigen auf einmal auf den Kopf stellen und ihn in seiner Gänze noch einmal verkehrt herum erforschen müssen? Hinzu kommen viele weitere Gebiete abseits der eigentlichen Dungeons, die aber ebenfalls fast Tempelcharakter haben. Etwa die 2 optional erforschbaren Spinnenhäuser, der Grund des Brunnens im Ikana Canyon und natürlich die Minilabyrinthe kurz vor der finalen Auseinandersetzung mit Majora. Zudem wurde schon insofern Innovation betrieben, als dass alle Items außer dem Bogen und den 4 verschiedenen Pfeilarten außerhalb der Tempel versteckt sind. Somit sind viele Rätsel und Aufgaben quasi auf die Oberwelt verlagert und ihr kommt deutlich mehr Bedeutung zu, als das etwa noch in Ocarina of Time oder auch in A Link to the Past der Fall war. Dennoch sind es neben all diesen Detailinnovationen vor allem 3 Dinge, die Majora's Mask in spielerischer Hinsicht so einzigartig machen. Erstens sind dies die Masken. In Ocarina of Time nur für eine belanglose Nebenquest vonnöten, dreht sich diesmal fast alles um sie. 24 Stück gibt es, teilweise sind sie sehr gut versteckt, und während einige nur für einzelne Herzteile oder ähnliches gebraucht werden, haben andere praktische Einsatzzwecke. So lassen uns die Hasenohren etwa deutlich schneller laufen, die Kaboom-Maske ist von unschätzbarem Wert, wenn wir keine Bomben bei uns haben, und die Felsmaske macht uns den meisten Figuren und Feinden gegenüber unsichtbar. Die 3 wichtigsten Masken des Abenteuers, die wir anders als die meisten anderen Gesichtsbeschmückungen im Storyverlauf auf jeden Fall entdecken und ständig in den Dungeons nutzen müssen, verwandeln uns zudem komplett in andere Figuren. Als Deku, Guarone und Zora verfügen wir über einzigartige Fähigkeiten und können etwa durch die Lüfte segeln, im Affenzahn durch die Gegend rollen und elegant durch das kühle Nass zischen. Nicht nur verändern diese neuen Linkformen drastisch das Spielgefühl, sie verändern auch massiv die Steuerung und sind quasi allesamt mehrere Items auf einmal. Für die ultimative Belohnung lohnt es sich übrigens wirklich alle Masken zu finden. Wer einmal das Gesicht der grimmigen Gottheit aufgesetzt hat, mit dem wir in Bosskämpfen eine ganz besondere Form annehmen können, will dieses übermächtige Gefühl nicht wieder missen. Apropos Bosse. Auch diese sind in Majora's Mask anders, als man das von Zelda gewohnt ist. Keiner von ihnen verfügt über den einen klaren Schwachpunkt. Stattdessen wird Experimentierfreudigkeit belohnt und es gibt mehrere Wege zum Ziel. Und bezüglich ihres bizarren, gruseligen Designs sind der Dschungelkrieger Odolva, der stählende Albtraum Goth, der versklavte Wächter der Meere Georg und die seelenlosen Wüstenkriecher Twinmold wahre Goldstücke. Das finale Gefecht gegen Majora steht da nicht hinten an. Je nachdem, ob man der dämonischen Fratze in Standardform oder mit dem erwähnten Gesicht der grimmigen Gottheit entgegentritt, ist die Auseinandersetzung entweder eine nicht überwältigende, aber doch anspruchsvolle Herausforderung oder so simpel, dass man sie innerhalb weniger Sekunden hinter sich gebracht hat. Befriedigend fühlt sie sich trotzdem an. Die 2. Innovation ist das erwähnte Zeitreise-Feature. Wollen wir nicht die Welt brennen sehen, so reisen wir vor dem Absturz des Mondes zum Beginn der 3 Tage zurück. Wir behalten dann zwar alle Schlüssel-Items, verlieren aber Dinge wie Rubine, Bomben und Pfeile. Zudem werden fast alle unsere Taten in der Welt von Termina und in den Dungeons zurückgesetzt. Das hört sich stressiger an, als es in der Praxis ist. Tatsächlich lernt man sehr schnell mit diesem Zeitreisesystem umzugehen und es erlaubt uns, die Abläufe innerhalb der 3 Tage genau kennenzulernen. Irgendwann wissen wir, wann welche Figur wo ist, welches Ereignis zu welcher Stunde eintritt und wie bestimmte Geschehnisse zusammenhängen. Überblick darüber geben uns die ständig eingeblendete Uhr und zudem ein Notizbuch, welches die wichtigsten Figuren im Blick behält, aber etwas rudimentär gestaltet ist.
Wer sich nun übrigens fragt, ob es tatsächlich möglich ist, sehenden Auges den Untergang der Welt herbeizuführen, oh ja, ist es. Die dritte Neuerung. Majora's Mask fokussiert sich stark auf Nebenaufgaben, welche sich diesen Namen wirklich verdienen und die direkt mit dem Zeitreise-Feature zusammenhängen. Im Laufe des Abenteuers retten wir unter anderem in einer extrem stressigen, aber auch spielerisch befriedigenden Szene eine Farm vor einer Alien-Invasion, vereinen einen zerrissenen Froschchor und verhelfen dem bereits erwähnten Anjo und Carfoy zu ihrem Liebesglück. Hinzu kommen zahlreiche Minispiele, in denen wir etwa unser Bogengeschick beweisen, fiese Labyrinthe passieren oder gekonnt mit Bomben umgehen müssen. Allerdings zeigt sich hier auch die größte Schwäche des Abenteuers: Wartezeiten. Zwar können wir mit der Ocarina der Zeit jeweils halbe und ganze Tage überspringen und die Zeit auch langsamer vergehen lassen. Trotzdem ist es vor allem bei den Nebenaufgaben so, dass wir oft viele Ingame-Stunden lang warten müssen, bis sich an einer bestimmten Stelle etwa eine Tür öffnet oder sonst ein Ereignis eintritt. Vor allem bei der Anjo und Carfoy-Quest ist das ein extrem nerviger Faktor. Und um alle Masken und Items zu ergattern, die es während dieser Aufgabe abzustauben gibt, müssen wir die Mission gar mit winzigen Variationen zweimal erledigen. Zwar dauert eine Stunde im Spiel nicht einmal eine Minute, aber die Wartepausen summieren sich schnell. Besonders dann, wenn man nicht weiß, was zu tun ist und nach einem Fehler noch einmal beim Anbruch des ersten Tages anfangen muss. Hinzu kommen die teilweise doch arg obskuren Hinweise auf noch offene Missionen und teilweise einfach dämliche Designentscheidungen. Uns mit 3 Flaschen in eine Piratenfestung zu schicken, in der 4 Eier versteckt sind, die wir damit transportieren sollen, erfordert unnötige Laufarbeit. Mehr noch als in Ocarina of Time müssen wir ständig zwischen unseren Items wechseln, etwa wenn für eine Aufgabe verschiedene Masken notwendig sind. Das bedeutet viele Wechsel ins Menü, das Platzieren von Gegenständen auf einem der C-Knöpfe, den Einsatz eines Items oder einer Maske und einen erneuten Menüaufenthalt, um wieder einen anderen Gegenstand auszurüsten. Das summiert sich. Besonders nervig wird es, sobald man die sogenannte Elegie des leeren Herzens gelernt hat. Dieses Lied lässt uns Kopien unserer selbst erzeugen. Eigentlich eine tolle und schön inszenierte Idee. In der Praxis wird sie aber nur für Schalterrätsel genutzt, die sich durch Maske aufsetzen, Lied spielen, Maske wechseln und so weiter und so fort ewig in die Länge ziehen. Die meisten dieser und auch andere Makel, die zum großen Teil auf das Alter des Spiels und somit überholte Designmuster zurückzuführen sind, wurden in der Fassung für den Nintendo 3DS ausgebessert. Aber ganz egal, ob auf dem Handheld oder in seiner Ursprungsfassung, Majora's Mask ist bis heute ein absolut faszinierendes Erlebnis. Es nimmt so viele bekannte Zelda-Elemente und verdreht und ordnet sie dermaßen kreativ neu an, dass es sich völlig eigenständig anfühlt. Die absolut einmalige Atmosphäre, welche eine Melancholie und Düsternis in sich trägt, die man zuvor niemals mit Zelda in Verbindung gebracht hätte, ist zudem eine Nummer für sich. Nintendo ruhte sich nach Ocarina of Time nicht auf den erarbeiteten Lorbeeren aus, sondern ging in die Vollen, wagte es, Risiken einzugehen und schaffte damit eine Punktlandung. Das Ergebnis ist ein herausragendes Erlebnis, das sich seinen Platz in der Ruhmeshalle der unsterblichen Videospielklassiker mehr als verdient hat. Wie steht ihr zu dem Zelda-Klassiker? Seid ihr auch seinem Charme verfallen oder fühlt ihr euch von der Andersartigkeit des Spiels eher abgeschreckt? Verratet es uns in den Kommentaren. Und sagt uns, welche Momente aus Majora's Mask euch ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Lust auf mehr Retro? Dann klickt doch einfach auf das Video, das ihr jetzt eingeblendet seht. Für alles andere rund um die Welt der Videospiele, also zum Beispiel Tests, Vorschauen, News und Reportagen, seid ihr auf pcgames.de an der richtigen Adresse.